Hallo und schön, dass du hier bei Hallo Lieblingshund bist. Ich bin Diana, das Gesicht hinter Hallo Lieblingshund, und in diesem Video geht es um diesen schicken gelben Pullover, denn du bekommst gezeigt, wie du ganz einfach mithilfe von Photoshop Kleidungsstücke umfärben kannst. Doch bevor es losgeht, gibt es noch einen wichtigen Hinweis für dich. Wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es seit Sommer diesen Jahres mein erstes Videotraining rund um die Bildbearbeitung mit Photoshop und Lightroom. Dabei geht es um einen ganz persönlichen Workflow, den du im Detail und Schritt für Schritt erklärt bekommst. Was ist aber so besonders aktuell? Wenn du dir das Videotraining bis zum 23.12. diesen Jahres holst, hast du die Möglichkeit, in einen großen Lostopf zu wandern, und mit etwas Glück darfst du dich an Heiligabend am 24.12. über ein Coaching nach Wahl im Wert von 1.599 Euro freuen. Nach Wahl bedeutet, du kannst aussuchen, ob das Coaching sich um die Grundlagen drehen soll, um die Outdoor-Fotografie oder aber auch um meine lustigen Hundeporträts. Den Link zu meinem Workflow-Videotraining findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir alles noch einmal in Ruhe durchlesen. Und wie gesagt, wenn du es dir noch bis zum 23.12. kaufst, dann hast du vielleicht etwas Glück und darfst dich am 24.12. als Geschenk über ein Coaching freuen. Jetzt würde ich aber sagen, geht's ab an den PC und Pullover umfärben. In diesem Bild von Leia und mir siehst du besagten gelben Pullover, den ich dir gerade schon im Intro gezeigt habe. Das Bild ist übrigens auf unserer Baltikum-Reise im September 2021 entstanden, und falls du ein bisschen mehr dazu wissen möchtest, dann besuch doch gerne hier oben rechts unseren Reisekanal Vigo on Tour. Schon bei der Aufnahme des Bildes habe ich mir überlegt, dass es doch vielleicht ganz nett wäre, wenn dieses Gelb umgefärbt würde, dass es eben hier zu den orangefarbenen Bären sehr gut passt. Als ich das Ganze aber gemacht habe und den Vorher-Nachher-Vergleich hatte, habe ich mich persönlich dazu entschieden, es doch bei dem gelben Pullover zu belassen. Ist einfach eine persönliche Entscheidung, und vielleicht hast du das Bild ja auch schon gesehen in den sozialen Medien oder eben hier im Profilbild bei YouTube. Nun will ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen und zeige dir, wie du diesen Pullover mithilfe von Photoshop umfärben kannst. Was wichtig ist, ist zuerst einmal zu schauen, A, was für eine Farbe haben wir? Wir haben einen gelben Pullover, und B, ist diese Farbe des Kleidungsstücks auch in der Umgebung vorhanden? Und wir sehen direkt hier im Hintergrund, die Bäume haben alle auch einen leichten Gelbtouch. Auch in den ganzen Grüntönen steckt überall etwas Gelbanteil drin. Das heißt, wir können hier nicht einfach mit dem Färben beginnen, sondern müssen zuerst einmal eine Auswahl des Pullovers vornehmen. Auch da gibt es zwei Methoden. Die erste wäre es, das Ganze über Auswahl und Farbbereich zu machen, dass man eben reingeht und sagt, man wählt wirklich bewusst nur die gelben Bereiche hier aus. Aber wir sehen schon, dass je mehr gelbe Bereiche wir auswählen und je höher die Toleranz natürlich ist, wir können die Ganze auch mal ein bisschen runtersetzen, sehen wir trotzdem, dass hier im Hintergrund und sogar im Gesicht ein bisschen davon mit aufgenommen wird. Das heißt, diese Methode ist für unseren Zweck in diesem Fall eher weniger hilfreich. Du kannst natürlich, wenn du dich selber mit dieser Methode des Kleidungsstücks umfärben vertraut machen möchtest, gerne auch mal mit diesem Tool arbeiten und ausprobieren. Allerdings gibt es eine zweite Möglichkeit, die doch viel angenehmer ist zum Arbeiten und wodurch du noch mal einiges an Zeit sparst. Und die möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Dazu wählen wir hier links an der Seite zuerst einmal das Schnellauswahlwerkzeug aus, achten darauf, dass hier das Plus-Symbol oben ausgewählt ist, damit eben, wenn wir unsere Maus absetzen und wieder neu ansetzen, neue Bereiche ebenfalls dazugenommen werden. Ich zoome dafür jetzt einfach ein bisschen in das Bild rein und beginne jetzt, meinen Pullover hier auszuwählen. Dabei ziehe ich einfach mit dem Mauszeiger über die Bereiche, die gelb sind, beziehungsweise über alle Bereiche, die ich gerne in meine Auswahl reinnehmen möchte und die ich gleich umfärben möchte. Man sieht jetzt hier, dass Photoshop hier einen größeren Bereich hinzugenommen hat. Da gehen wir gleich aber einfach noch mal ein bisschen genauer rein. Wir wählen erst einmal grob alles das aus, was gelb ist, was wir
gleich umfärben möchten und was eben entsprechend zum Kleidungsstück gehört. So, ich gehe hier nochmal ein bisschen näher rein, um das Ganze noch ein bisschen genauer zu korrigieren. Und wenn wir jetzt eben so Bereiche haben wie hier, wo Teile mit in die Auswahl aufgenommen wurden, die ich natürlich nicht umfärben möchte, dann kann ich einfach mit gedrückter Alt-Taste diese Bereiche gleich wieder abziehen, weil durch das Drücken der Alt-Taste hier oben die Markierung auf den Minuspinsel umgestellt wird und wir nun einfach mit gedrückter Alt-Taste hier entsprechend diese Bereiche wieder subtrahieren können von unserer Auswahl. Lass dir da gerne etwas Zeit bei, mach das sehr genau. Je genauer du arbeitest, desto besser wird nachher auch das Ergebnis. Bei kleineren Ecken hilft es auch gerne noch ein bisschen näher rein zu zoomen, um dort ein bisschen genauer arbeiten zu können. Und so kannst du wirklich dann immer hin und her switchen. Du kannst die Alt-Taste zwischendurch auch mal loslassen, um einfach wieder Bereiche zur Auswahl hinzuzunehmen und bei gedrückter Alt-Taste dann entsprechend wieder Bereiche von der Auswahl abziehen. So, die Auswahl steht soweit, sieht sehr gut aus. Klar, hier bei den Haaren ist das Ganze ein bisschen kleinteiliger, aber das werden wir gleich verbessern. Aber wir sehen, wir haben hier alle Bereiche des gelben Pullovers ausgewählt und gehen jetzt einfach in das Menü unter Auswahl, auswählen und maskieren und werden hier jetzt unsere Auswahl ein bisschen verfeinern. Dabei achte darauf, dass das Kante verbessern Pinselwerkzeug ausgewählt ist. Achte darauf, dass der Pinsel nicht zu riesig ist. Das hier ist eine sehr gute Größe. Und mit diesem Pinsel gehst du nun einfach hier an den Kanten vorbei. Und Photoshop sorgt dafür, dass die Übergänge deutlich schöner aussehen. Man sieht es hier auch besonders gut in den Haaren, dass er hier die einzelnen Härchen jetzt separiert hat. Wir sehen das sicherlich hier auch noch einmal ganz gut, genau, wunderbar. Auch hier über die Strähne. Wenn wir darüber fahren, wird das Ganze rot überlagert. Das bedeutet, das ist nicht in unserer Auswahl drin, sondern wirklich das, was frei liegt. Und so gehen wir einfach über alle Bereiche. Hier habe ich sogar ein Haar vergessen, aber Photoshop separiert auch das wunderbar mit unserem Werkzeug. So, wir fahren hier überall einfach mal drüber. Auch hier am Rand, hier bei den Ästen, können wir auch einfach drüber gehen und Photoshop zieht das Ganze von unserer Auswahl ab. Sehr schön. Fahren auch hier einmal rum, dass wir auch nichts vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch hier überall nochmal. Diese Kante zum Hintergrund nehmen wir ja noch mit. Auf der rechten Seite müssen wir hier natürlich noch überall rumgehen. Auch an der Außenkante hier bei dem Blatt können wir noch einmal schön drüber gehen. Nimmt jetzt auch ein paar weiße Punkte mit rein. Das ist aber vollkommen in Ordnung, denn die weißen Punkte wollen wir natürlich nicht einfärben, sondern lediglich das Gelb des Pullovers. Und das sieht soweit wunderbar aus. Wir bestätigen das Ganze einmal mit OK. Und haben nun unsere verfeinerte Auswahl des gelben Pullovers. Das Erstellen dieser Auswahl des entsprechenden Farbbereichs eines Kleidungsstücks bzw. des Kleidungsstücks selbst ist tatsächlich der aufwendigste Part, denn jetzt kommt Farbe ins Spiel, jetzt wird es spannend, jetzt können wir ein bisschen herumzaubern und schauen, wie uns das Kleidungsstück am besten gefällt. Dazu nehmen wir hier in den Korrekturoptionen einmal den Farbtonsättigungsbereich und werden uns hier jetzt den gelben Bereich vornehmen. Und wir sehen, wir haben eben die Auswahl gehabt, sie ist nun verschwunden, aber nicht ganz, denn dadurch, dass wir hier eine Korrekturebene ausgewählt haben, ist nun unsere Auswahl hier auf der Maske zur Korrekturebene vorhanden. Und genau damit wollen wir arbeiten. Wir haben jetzt wirklich nur den Bereich weiß dargestellt, also freigelegt, wo sich der Pullover befindet. Und das ist dann auch der Bereich, der lediglich von der Änderung, die wir jetzt vornehmen werden, beeinflusst wird. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück in unseren Bereich, nehmen die Gelbtöne noch einmal und können jetzt den Farbtonregler ganz einfach nach links oder rechts ziehen.
Man sieht jetzt natürlich, dass hier in dem Bereich das Ganze etwas ausfrisst. Da sollte man auf jeden Fall immer aufpassen, wie stark die Veränderung des Farbtons ist. Alternativ kann man auch immer noch hier unten über diesen Bereichsregler die Farben wieder anpassen. Und wir sehen, wir können sogar einen blauen Pullover draus machen. Das ist jetzt passiert, indem wir dafür gesorgt haben, dass eben diese Eingrenzung des Gelbbereichs von uns manuell hier etwas erweitert wurde. Wenn ich den linken inneren Regler wieder zurückziehe, sehen, der befindet sich jetzt hier an dieser Kante von grün zu blau, haben wir wieder diese starken Abgrenzungen im Bereich. Ziehen wir diesen Regler aber wieder nach links, dann sehen wir, dass alles einheitlich in einen Farbbereich gelangt. Allerdings muss ich gestehen, das Blau war natürlich so nicht geplant. Ich habe mir überlegt, den Pullover passend zu den orangefarbenen Beeren einzufärben und möchte entsprechend auch hier einen ähnlichen Ton wie bei den Beeren erhalten. Und ich ziehe das im Grunde jetzt so weit rüber, so weit in die entsprechende Richtung, bis mir das Ergebnis ganz gut gefällt, bis die Farbe sehr gut zu den Beeren passt. Das sieht doch schon mal soweit sehr, sehr gut aus. Es ist sehr stimmig, passt farblich wundervoll zu den Beeren hier im Randbereich. Und natürlich können wir jetzt noch hingehen und sagen, uns ist die Farbe vielleicht ein bisschen zu stark und können entsprechend hier den Sättigungsregler nehmen und das Ganze noch ein bisschen abmildern. Hier auch noch einmal das Vorher und das Nachher. Und wenn man es ganz genau wissen möchte, lohnt es sich auch hier einmal noch ein bisschen näher rein zu zoomen und nochmal nach kleinen Bereichen zu schauen, die wir manuell noch etwas anpassen können. Mir fällt zum Beispiel diese kleine Stelle hier direkt auf, die wir nun einfach mit einem weißen Pinsel bei vielleicht 50%iger Deckkraft ganz einfach hier auf der Maske noch mit einbeziehen können. Dafür fahren wir hier einfach drüber, müssen natürlich aufpassen hier mit den Haaren, dass wir die nicht zu stark mit reinnehmen. Das heißt, wir gehen einfach wieder auf eine schwarze Vordergrundfarbe und ziehen das Ganze hier wieder ein bisschen ab. Ich würde jetzt die Deckkraft auf 20% weiter reduzieren, um hier in den Bereich unter der Kamera noch einmal zu schauen und vor allem auch hier diese Einspiegelung an der Streulichtblende noch mit einzufärben. Denn hier, wenn wir uns gleich das Vorher-Nachher noch einmal anschauen, sehen wir, dass in diesem Bereich sich das Gelb des Pullovers einspiegelt. Und das sind so Kleinigkeiten, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, um ein schönes und natürliches Ergebnis zu bekommen. Gehen auch hier noch einmal in diesen kleinen Randbereich rein, hier am Rand. Können wir auch noch einmal ein bisschen schauen. Also das ist wirklich so ein bisschen das Feintuning noch, ob irgendwo noch Bereiche auffallen, in die wir näher reingehen können. Denn hier ist es wirklich sehr, sehr wichtig zu schauen, dass wir keine Blitzerkanten mehr haben, die Aufschluss darüber geben, wie das Bild vorher vielleicht ausgesehen hat. Hier unten auch gerade in diesem Kantenbereich können wir noch ein bisschen mehr reingehen. Wunderbar. Hier bei Layers Rote können wir auch noch mal so ein bisschen reingehen. Und hier sehe ich einen Bereich, den habe ich vergessen mit reinzunehmen in die Auswahl. Da erhöhe ich die Deckkraft ein bisschen und gehe hier über diesen Randbereich und nehme das einmal mit rein. Gleiches gilt hier für diese helle Kante. So, hier meine Haare können noch ein ganz bisschen vertragen. Da spiegelt sich das auch ein bisschen ein. Sehr schön. Ja, und das ist dann das finale Ergebnis mit den Feinheiten, die wir korrigiert haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gefällt dir besser? Der gelbe Pullover oder der orangefarbene Pullover? Schreib's gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt weißt du, wie du mithilfe von Photoshop Kleidungsstücke umfärben kannst. Natürlich erfordert das Ganze etwas Übung und je nach Farbigkeit des Kleidungsstückes kann das Ganze ein bisschen tricky oder eben sogar auch schneller funktionieren. Aber ich würde sagen, probier es einfach mal aus. Und falls du irgendwie Fragen hast, schreib die gerne unten in die Kommentare oder schreib mir einfach eine Mail an youtube@hallo-lieblingshund.de oder ansonsten kannst du dich natürlich auch jederzeit über meinen Instagram-Kanal hallo.lieblingshund melden. Ja,
Das war's also für heute. Vergiss nicht die Aktion rund um mein Videotraining. Link findest du, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern einen Daumen nach oben da. Falls du in Zukunft mehr von mir sehen möchtest, lass, wenn du es noch nicht getan hast, gerne auch ein Abo da und aktiviere das Glöckchen. Und wie gesagt, bei Fragen gerne einfach melden. Und jetzt ab an den PC und Kleidung umfärben. Bis dann. Ciao.